Hallo und herzlich willkommen, sehr verehrte Freundinnen und Freunde. Das Objektiv in meiner Hand kostet fast 12.000 Euro. Dieses Video entstand unter der Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Partner für hochwertige Kameras und Zubehör. Ich spreche natürlich von dem Leica Noctilux 75mm Blende 1.25. Was für ein Brocken! Wer sich mit Leica M-Objektiven auskennt, der weiß, dass sie relativ leicht und klein sind. Nicht so dieses. Und besonders groß sind auch die Worte, die Leica auf der Homepage für dieses Objektiv verwendet. Schaut es euch gerne mal an, ist sehr interessant. Man redet davon, dass das Objektiv ein absolutes Meisterstück ist und dass man es geschafft hat, die letzten paar Prozent aus dem Objektiv rauszukitzeln. Ob das wirklich stimmt, werden wir uns anschauen. Auf jeden Fall, ich habe extra für euch nachgeschaut. Dieses Objektiv ist aktuell das teuerste M-Objektiv, das Leica in seinem Shop hat. Foto Görlitz hat übrigens aktuell ein noch teureres. Schaut es euch gerne mal an, mehr verrate ich jetzt nicht. Wofür kauft man sich als Leica M-User ein 75mm Objektiv? Ich behaupte mal in erster Linie für Porträts. Und darum sind Tali und ich jetzt hier im Wald und wir schießen ein paar Porträts und die schauen wir uns später am Computer zusammen an. Wenn ich so einen Erfahrungsbericht aufnehme, dann finde ich es immer ganz schön, wenn man einen Vergleich hat. Und so habe ich noch ein zweites Objektiv, auch ein 75mm mit der Blende 2, das Apo Summicron von Leica. Ihr seht schon, optisch was ganz anderes, viel kleiner, viel leichter. Und ja, man kann die beiden nicht so richtig miteinander vergleichen. Ich sag mal so, es gibt einen Porsche 911, der ist schnell. Und dann gibt es noch einen 911 Turbo, der ist halt noch schneller. Beide haben ihre Daseinsberechtigung und beide werden ihre Käufer finden. So, wir fangen an. Los geht's. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. So, wir haben jetzt 5 Minuten geshootet mit dem Noctilux. Was sofort auffällt, die Kamera und das Objektiv, es liegt einfach nicht gut in der Hand. Das Problem sind nicht die 1,6, 1,7 Kilo. Das ist natürlich kein Problem. Das Problem ist die Gewichtsverteilung. In dem Fall, die Leica M10 ist halt relativ schlank, ne? Schmal und klein und das Objektiv wiegt knapp 1,1 Kilo. Und ihr merkt schon nach 2-3 Minuten, dass irgendwas immer zwickt. Irgendwas schneidet sich in die Finger, das Handgelenk tut weh, es ist einfach nicht komfortabel. Auf längere Sicht müsste man sich auf jeden Fall eine andere Technik angewöhnen. Ich sag mal so, normalerweise fotografiert man ja so, man hat das Kameragewicht zu 90% in der rechten Hand, unterstützt ein bisschen mit der linken und drückt ab. Das kann man hier natürlich auch machen, aber auf Dauer merkt man, das ist einfach nicht komfortabel. Was man hier machen müsste, man müsste, übertrieben gesagt, so fotografieren. Also genau andersrum. Das Gewicht liegt in der linken Hand. Man hat die Kamera so auf dem Handballen und kann dann noch fokussieren. So, und die rechte Hand unterstützt halt ein bisschen und drückt ab. So ist es halbwegs komfortabel, aber auch nicht so wirklich. Und was mir noch aufgefallen ist, mit dem Objektiv bin ich deutlich langsamer als mit anderen Objektiven. Die beiden Punkte, die ich gerade genannt habe, sind aber nicht unbedingt Vorteile und nicht unbedingt Nachteile, weil es kommt natürlich total darauf an, was du damit machen möchtest. Kamera und Objektiv liegen zusammen ziemlich blöd in der Hand. Ja, aber du könntest ja auch ein Stativ verwenden. Am Objektiv ist ein Stativgewinde. Damit wäre das Problem gelöst. Du kannst halt am Fokusring sehr, sehr exakt den Fokus ziehen. Also wirklich millimetergenau. Das jetzt als Nachteil zu werten, ist natürlich Quatsch, ne? Wir haben eine Blende von 1,2. Es ist natürlich total gut, wenn man sehr, sehr genau den Fokus einstellen kann. Nur das Problem ist halt einfach, dass man sich um Kopf und Kragen kurbelt und langsam mit dem Objektiv ist. Das ist mir dazu aufgefallen. Ach so, ganz vergessen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Die Sonnenblende ist in dem Objektiv integriert. Das ist ziemlich schick gemacht. Aber ihr könnt die Sonnenblende auch einfach mit einem Finger wieder runterkurbeln. Also das geht sehr, 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 sehr leicht. Das ist vielleicht ein bisschen leichtgängig, falls euch das wichtig ist. Wie gesagt, alles zur Bildqualität, das schauen wir uns gleich am Computer an. Das ist jetzt alles nur der erste Eindruck. Wir shooten jetzt weiter mit dem Apo Summicron. Und schauen uns mal an, wie es damit so ist. I wake up in the morning in this great blue state.
golden fingers caress my face, slips through the window on a silky breeze, a dreamer's life to plant some seeds. Mein erster Eindruck zum Apo Summicron, nur vom Anfassen her und vom damit Arbeiten, ist es mir zutiefst sympathisch. Es passt wirklich gut in dieses Leica M-Konzept. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Kamera und Objektiv sind geschätzt gleich schwer, also es ist überhaupt nicht kopflastig. Das passt alles ziemlich gut. Das Objektiv hat auch eine integrierte Sonnenblende, diesmal eine andere Technik. Ihr zieht die Sonnenblende hoch und rastet dann ein. Ne? Und da passiert jetzt nichts mehr und schon gar nicht könnt ihr sie mit dem Finger runterkurbeln. Also das ist hier auf jeden Fall besser gelöst. Was mir an dem Objektiv besonders gut gefällt, ich bin deutlich schneller damit als beim Noctilux. Das liegt in erster Linie an dem Fokusring. Ich komme nämlich mit einer Umdrehung von der Naheinstellgrenze bis zum Unendlichkeitsbereich. Das geht beim Noctilux nicht. Da müsst ihr mindestens ein zweites Mal nachfassen, manchmal auch ein drittes Mal. Wie gesagt, das muss kein Vor- oder Nachteil sein. Es kommt darauf an, was ihr damit macht. Dazu komme ich gleich noch. Was mir wie immer gar nicht gefällt, ist der Blendenring. Der ist wieder sehr labbrig und beim Fokussieren verstellt man sehr, sehr leicht die Blende. Was meine ich damit, wenn ich sage, es kommt drauf an, was man damit macht? Ich sag mal so, wir als Hochzeitsfotografen, mit dem Noctilux möchte ich nicht den gesamten Tag rumlaufen. Damit 10, 12 Stunden rumlaufen, kann ich mir nicht vorstellen. Also für die Reportage würde ich sagen, ist dieses Objektiv nicht geeignet. Natürlich geht es, aber es ist halt nicht komfortabel. Das Problem ist nämlich, ich bin beim Shooting mit dem Kopf immer hier irgendwo. Ne, weil wieder was zwickt, weil wieder was wehtut. Also irgendwie, ich bleibe beim Kopf hier. Und bei der Reportage möchte ich nicht hier sein, sondern ich möchte die Kamera komplett vergessen. Und ich möchte mit meinem Kopf bei den Momenten sein, die vor mir passieren. Auf der anderen Seite, wenn ihr gezielte Shootings macht und genau wisst, das Shooting dauert nicht länger als 30 bis 60 Minuten, dann ist das der Hammer. Dann ist das natürlich ein absolutes Traumobjektiv und besser geht's halt nicht. Das Apo Summicron, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen für die Hochzeitsreportage. Ne? Ich bin damit unauffällig, das Objektiv ist klein, alles liegt super in der Hand. Also damit 12 Stunden rumzulaufen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nur ist das Objektiv dann wahrscheinlich für die Zeitschriften, Porträtshootings, ja, das ist dann eine Nummer krasser. Wir schauen uns jetzt gemeinsam 5 Fotos an, einfach um mal ein Gefühl für die beiden Objektive zu bekommen. Wir fangen mit dem Noctilux an. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos. Ich möchte das Bild einfach nur betrachten. Ich persönlich habe mit Porträtobjektiven meistens das Problem, dass sie entweder ziemlich unscharf sind. Das Bokeh ist dann meistens wunderschön, aber da ist dann halt nichts scharf. Oder der Bildlook ist total klinisch, weil in der Mitte alles super krass scharf ist, aber leider das Bokeh auch ein bisschen künstlich und komisch aussieht. Hier finde ich das mal wieder perfekt. Schaut euch diese riesigen Bokehkreise an. Lightroom zeigt Blende 1,3 an. Auf dem Objektiv war aber 1,25 eingestellt. Der Schärfe- bzw. Unschärfeverlauf nach hinten hin. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Das ist wieder so ein Bild, wo ich nichts bearbeiten möchte. Natürlich Kleinigkeiten. Ich meine, überlegt mal, Blende 1,25 und schaut euch den Kontrast an. Tolle Farben, tolle Sättigung. Der Kontrast ist sehr natürlich, also wunderschön. Ich habe noch 2 Bilder vom Noctilux. Ja, hier liegt die Schärfe ungefähr hier. Ringfoto. Ja, ist doch super. Aber schaut euch hier mal die Struktur an der Haare und wie fein das gezeichnet ist. Und man muss natürlich auch sagen, das ist die Leica M10. Ne? Die kommt natürlich auch mit den knapp 20, 24 Megapixeln, kommt die natürlich auch an die Grenzen. Ne? Da wäre es mal spannend, die M10 monochrom mit doppelt so viel Auflösung an dieses Objektiv zu schrauben. Jetzt habe ich noch 2 Fotos vom Apo. Schauen wir uns erstmal hier die Schärfe an. Die ist natürlich super. War nicht anders zu erwarten. Das ist jetzt bei Blende 2.0. Ne, der Schärfepunkt liegt irgendwo hier auf dem Objektiv. Eine 250stel kann wieder leicht verwackelt sein. Jetzt habe ich 2 Fotos, die ungefähr gleich sind von der Entfernung. Hier links das Noctilux und rechts das Apo. Beim Apo ist es auch schon ziemlich weich, das Bokeh. Aber schaut euch die Bokehkreise an. Die sind doppelt so groß. Oder teilweise sind die beim Apo nur ein Drittel. Also da muss man schon sagen, die Bokeh-Challenge geht ganz, ganz klar ans Noctilux. Ehrlich gesagt, das war uns ja klar. Ne? Ist ja schon ein Unterschied. Blende 1.2 oder Blende 2.0. Jetzt kommt aber was Überraschendes. Das ist das Noctilux und das ist das Apo. Das Noctilux ist bei Blende 1.25
mindestens genauso scharf wie das Apo bei Blende 2.0. Das überrascht mich. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, was soll ich sagen? Das Noctilux kam eben bei mir nicht ganz so gut weg, wegen Größe und Gewicht und Handhabung. Aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob es das nicht wert ist, dass man ein bisschen mehr Gewicht mitschleppt und dafür diesen Bildlook hat. Ist schon krass. Also mir gefällt es wirklich gut. So, aber wer ist denn jetzt nun die Hauptzielgruppe für das Noctilux? Ich will es mal so sagen, ein Kumpel von mir hat einen Imagefilm gedreht für einen sehr wohlhabenden Menschen, der auch in der Öffentlichkeit steht. Und als er gesehen hat, dass sein Klient auch eine Leica hat, dann hat er gedacht, ja, da kann man ja mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Und dann hat er gefragt, du, sag doch mal, welche Objektive hast du denn alle für deine Leica? Und er sagte nur ganz trocken, alle. Was natürlich auch interessant ist, wenn du ein Fotografiegewerbe hast und du bist umsatzsteuerpflichtig. Bei den knapp 12.000 Euro, da kommt schon eine Menge Mehrwertsteuer zusammen, die du dir wieder zurückholen kannst. Könnte vielleicht interessant sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war natürlich ein bisschen was zum Träumen. Die allermeisten werden sich dieses Objektiv höchstwahrscheinlich nicht kaufen. Ich werde es mir auch nicht kaufen, aber die Erfahrung war es doch auf jeden Fall wert, dieses Video zu machen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!